Und damit moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Penumbra. Mit mir, mit eurem Badeschlappen. Und ihr seht, ich habe mich noch nicht großartig weiter bewegt. Ich bin immer noch hier unten in der Höhle mit dem gelben Monster. Und jetzt werden wir mal versuchen, das Ding anzuschmeißen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Wir haben vorhin in der letzten... Was heißt, ich habe ja schon ewig nicht mehr aufgenommen hier, Penumbra, muss ich ja mal dazu sagen. Aber wir haben in der letzten Aufnahmesession einen Schlüssel gefunden. Und Benzin. So, und irgendwie, wo haben wir den Schlüssel? Auf 7? Jetzt müssen wir das irgendwie hier hinkriegen. Der lässt sich noch nicht einmal drehen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Konsole Strom bekommt oder so. Das hier muss die Kontrollstation für das gelbe Monster sein. Das gelbe Monster hier drüben natürlich. Und wir haben, glaube ich, auch im letzten Part schon festgestellt, genau, dass das doch hier so ein schönes Kabel gibt, das wir hier natürlich reinstecken werden. Und auch hier. So. Ah, und da leuchtet doch schon was. Okay. Und jetzt hat... Der Schlüssel steckt, aber es tut sich nicht. Was stimmt nicht? Trotz des Schlüssels will sich die Maschine nicht starten lassen. Irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Das habe ich mir notiert. Das müsste jetzt halt wahrscheinlich höchstwahrscheinlich... Genau, der Treibstoff sein, der fehlt. So, dann werden wir den nochmal auspacken. Und der kommt hier rein. Der Deckel des Kanisters ist total zugerostet. Ich muss ihn irgendwie aufbekommen. Oder ich sitze hier unten noch eine lange Zeit fest. Das heißt, nach Adam Riese. Aber da passiert eigentlich nichts. Wir gucken nochmal. Nee. Okay. Und wie soll ich das jetzt dann hinkriegen? Mit der Säge macht keinen Sinn. Mit dem Besen macht erst recht keinen Sinn. Mit dem Hammer eigentlich auch nicht. Das ist ja Jacke wie Hose. Egal, was wir da machen. Okay. Irgendwie. Ach, der Deckel des Kanisters. Der Deckel des Kanisters ist zugerostet. Ja, wie bekommen wir denn den auf? Schmerzmittel, Feuerzeug, Funk, eine Säge, Dynamit, Dörrfleisch. Puh, hab den Deckel aufbekommen. Ah, okay. Gecheckt, gecheckt, gecheckt. Halt. So. Dann 7. Jetzt. Was sagt mein neuer Freund so schön? Trink, du Metallungeheuer. Ja, natürlich. So, und jetzt hat... Es mag seltsam erscheinen. What you seek lies in the shafts beyond this collapsing of the sky, and if you look closely, so do I. A century of days has passed since I saw this area last. The disease once sought to kill poor Red, but I took them on a wild poultry chase. They ended dead. They came from out the big metal door, but after all my years, I knew the gate more. Hide and seek turned to seek and hide, and I buried them here beneath the solid rock sky. Red hat wieder mit uns gesprochen. Okay, wir müssen trotzdem weitermachen. Motor ist an. Der Hebel sieht verdächtig aus. Den drücke ich jetzt einfach mal. Oh. Das Ding fährt zurück, aber ich glaube, er das soll nach vorne fahren, oder? Ja. Oh. Okay, jetzt wissen wir, warum das Ding gelbes Monster heißt. Ist das schon durch? Nee, anscheinend noch nicht. Jetzt scheint es durch zu sein. Ich komme, ich lasse es wieder zurückfahren. So nett sind wir für die Nächsten, die kommen werden, damit die auch eine Chance haben. Und dann gucken wir mal, wo uns das Ganze hinführt. So. Mann, Mann, Mann. Haben wir den Raum? Sonst war ja hier nichts, oder? Glaube ich. Doch, da oben ist nämlich noch was. Und zack. Und zack. Leuchtsignal und Dynamit. Dynamit haben wir bisher noch nicht gebraucht, ne? Glaube ich. Da haben wir noch 4 Stangen von. Und 13 Leuchtsignale. Ich nehme mal wieder hier das gruselig grüne Licht hin. Boah, und ich habe keine Lust mehr auf irgendwelche Hunde und irgendwelche Spinnen. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Das kriege ich nicht auf. Ist da hinten noch was versteckt? Nee. Okay, dann gehen wir ab durch die Tür. Dann gehen wir ab durch die Tür. Ach, ich muss das wieder weglegen. Wie habe ich denn jetzt das wieder weggelegt? Mit X sollte ich mir merken. Es erscheint mir nun verrückt, dass ich mich wie ein Blinder von einem Fremden führen ließ.
von einem Fremden, dessen Verstand langsam aber sicher in den Wahnsinn abgleitete. Doch Red war der Einzige, der sich hier unten auskannte. Welche andere Möglichkeit blieb mir denn noch, meiner aussichtslosen Situation zu entfliehen? Ich wusste, dass sich ein unbekannter Freund in der Nähe aufhielt und, vermutlich eingesponnen in einem Kokon, auf mich wartete. Sollte ich ihn finden, könnte er mir vielleicht Antworten auf meine Fragen liefern. Und Antworten hatte er. Oh ja, Antworten auf Fragen, die ein Mensch mit gesundem Verstand niemals stellen würde. Ach, du Heilige. Wo sind wir denn jetzt? Ich trau mich schon gar nicht davor zu laufen. Aber wir müssen wohl. Hier geht's schon mal richtig tief runter. Wirkt wie ein Tor zur Hölle. Noch nie in meinem Leben war ich so tief unter der Erdoberfläche. Jo, ich auch noch nicht. So, ganz vorsichtig. Klappt. Ah, ja, ey. Nein. Wow. Nein. Nein, weg. Alter, weg. Wow, was ist denn das? Alter, was war das denn bitte? War das ein Wurm oder eine Schlange? Boah, krass. Alter, das war wie so ein Kanalrohr. Boah, okay. Es ist wie eine Dampfwalze hier durchgeprescht. Wie viele von denen sind noch hier unten? Oh, ich hoffe keine mehr. Ich habe irgendwas gehört. Irgendwelche Stimmen. Ach du Heilige. Diese Tür wirkt wie versiegelt und hat keinen Griff. Wie zum Teufel lässt die sich öffnen? Wahrscheinlich müssen wir da wieder irgendwie hinten rum. Meine Sinne mögen mir einen Streich spielen, aber es fühlt sich so an, als ob von dort unten warme Luft kommt. Da möchte ich nicht reinfallen. Nicht unbedingt. Okay. Vermutlich industrielle Raffineriemaschinen. Verrostet und nutzlos. So wie alles hier unten fast. Okay, dann gehen wir doch mal. Gehen wir doch mal weiter. Was leben hier unten bitte für Tiere? So. Schön die Spitzhacke in die Hand nehmen. Da kommt schon wieder so eine Spinne. Krieg die nur nicht tot, glaube ich. Doch. Nein. Alter. Boah. Ja. Manchmal stelle ich mich, glaube ich, ein bisschen mit der Steuerung an. Beziehungsweise hier mit dem Hämmerchen oder mit der Spitzhacke. Eieieiei. Ich glaube nicht, dass das die einzige Spinne war, die wir noch sehen werden. Ich will keine Spinnen mehr sehen. Und vor allem nicht diese Hunde. Herr im Himmel, nicht noch mehr von diesen Dingern. Der Anblick dieser Eier lässt mich zittern wie Espenlaub. Kann ich dann nicht irgendwie das entzünden? Ich bin zu weit entfernt, um es zu benutzen. Himmel, was habe ich mir dabei nur gedacht? Ja, eigentlich was Gutes. Einfach abfackeln die Kacke hier. Wo geht's hier lang? Okay. Hier können wir irgendwo rein. Nur einige alte Säcke. Die Akten und Aufzeichnungen werden immer neuer, je tiefer ich in die Mine vordringe. Die meisten von denen sind um 1965 verfasst worden. Seltsam. Es gibt keine Aufzeichnungen nach 1970. War 1970 hier das letzte Mal jemand in diesem Bergwerk? Anscheinend. Guck mal, ist hier oben irgendwas? Hier ist eine Kette gespannt schon mal. Die könnte eventuell was bedeuten. Und hier ist irgendwas. Ich kann nicht erkennen, wohin die Kabel von diesem Hebel führen. Und das ist wieder das Geräusch, wenn eine Spinne kommt. Zumindest habe ich es jetzt so, bin ich so getrimmt auf sowas. Wenn die Musik kommt, kommen Spinnen. Ich habe welche gehört. Ja, da ist eine. Shit. So, komm. Und zack.
Zack, zack. Oh, tut das gut. Okay, dann hängt das anscheinend wirklich zusammen. Damit, mit dieser Spinne. Was war das? Ach du Heilige. Nein! Nicht dich, das dumme Geräusch. Toll. Ich möchte gar nicht wissen, ob dieser Fleck von Öl oder von Blut stammt. Ich kann es mir aber denken, allerdings. Und hätte mir diesen blöden Knopf nicht gedrückt. Das Geräusch ist gerade nicht unbedingt nett. Um es mal vorsichtig auszudrücken. So, was haben wir denn hier? Alte Werkzeug, Box, Kiste, was auch immer. Aber sonst gibt's hier, glaube ich, nichts. Es hat aufgehört. Vielleicht irgendein Hilfesignal, ich weiß es nicht. Ich vermute mal nicht, dass wir jetzt gerettet werden durch das Signal. Okay, hier kommen wir aber anscheinend wieder genau dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Sprich, die Lösung muss da irgendwo drinnen sein. Oder ich habe durch diesen Knopf vorne die Tür aufgemacht, aber das glaube ich nicht. Die Kette hat doch da oben bestimmt irgendwas hier. Sonst würde da doch nicht so eine Kette hängen. Die geht nicht kaputt. Also ganz ehrlich, irgendwas ist mit dieser Kette, glaube ich. Okay. Aber sonst ist hier ja nichts, ne? Außer diese ganzen Aufzeichnungen. Was sagen denn die persönlichen Notizen? Eine seltsame Tür ohne Griff, wie lässt sie die sich öffnen und wohin führt sie? Ja, sollen wir jetzt einen Griff suchen, oder wie? Vielleicht war es wirklich das Signal. Komm, wir gucken mal vor. Außer wir haben irgendwas übersehen, aber... Ach du Heilige. Ach du Heilige, da waren so viele Spinnen. So, ich renne jetzt und ich hoffe einfach, die Tür geht auf. Boah, da war noch eine gelegen. Und sie geht nicht auf. Und jetzt sind wir gleich richtig am Block. Alter! Boah. Okay, zwei Schläge brauchen die anscheinend. Aber das Problem ist, das war noch mehr. Boah, shit, ey. Hier müssen wir irgendwie reinkommen. Vielleicht einfach Dynamit? Ich weiß es nicht. Hat keinen Griff. Aber wir haben jetzt sonst auch nichts. Wir haben ein Vorhängeschloss, aber das bringt nicht viel. Wir hätten eine Säge. Aber das macht da auch recht wenig Sinn. Komm, ich probiere jetzt Dynamit. Erstmal weg hier. Hat's ja richtig gebracht. Müssen wir vielleicht da rein? Ist da irgendwas versteckt? Wie geht's weiter? Ich glaube eher, die Lösung liegt da hinten. Das sind schon wieder so Spinnen. Komm, wir locken die nächste einfach mal raus. Ich habe jetzt keine Lust, da wieder zu sterben. Komm zu Papi. Komm zu Schlappi. Komm zu Schlappi. Wenn man dann natürlich nicht trifft. Alter, das ist aber auch wirklich für dich eine blöde Steuerung. Alter, wieso braucht die mehr? Sag mal. Na also. Eine blöde Steuerung, die so zu schlagen. Da musst du mit der Maus nach rechts und zack, nach links. Beziehungsweise andersrum. Da vorne ist noch eine. Habt ihr die gesehen? Ich hoffe, die sieht uns nicht. Oh, die ist doch schon da. So. Nieder mit dir, du Kackviech, boah. Jetzt haben wir, glaube ich, Glück gehabt. Denn gleich sind wir tot. 1 und 8. Problem ist, glaube ich, nur die Spinnen. Da kommen so viele, das ist egal.
Solange bis du die Lösung hast. Deswegen sollte man da möglichst schnell gucken, dass wir die Lösung auch finden. Nur wo ist sie versteckt? Wo ist die Lösung in diesem Raum? Oder es geht nur, solange der Hebel aktiv ist? Was natürlich auch theoretisch möglich sein könnte, oder? Würde vielleicht Sinn machen. Probieren wir einfach mal. Wobei, doch, okay. Wobei es eigentlich keinen Sinn macht. Wer rennt davor, um dann hier die Tür zu öffnen? Okay, nächster Schritt geschafft. Wir sind dem Ende ein Stückchen näher. Mann.